Sicherheitsschuhe tragen durch den Tag und schützen die Füße. Gut, wenn der Schuh nicht schwerer ist als nötig. Das Gewicht des Schuhs ist das Ergebnis der verwendeten Materialien für das Obermaterial, die Laufsohle, den Durchtrittsschutz, die Zehenschutzkappe oder auch die Überkappe. Je mehr Funktionen ein Schuh erfüllt, desto spezifischer sind die Anforderungen an das Material. Und je mehr schützendes oder dämpfendes Material verarbeitet wird, desto schwerer ist der Schuh. Ein Schuh, der outdoor in nasser und schmutziger Umgebung zum Einsatz kommt, ist robust und dadurch auch schwerer. Ein S3-Sicherheitsschuh benötigt beispielsweise eine Stahlzwischensohle und eine Stahlkappe. Leder als Obermaterial ist robust, aber auch schwer. Und stabile Laufsohlen mit groben Profilen tragen viel zum Gewicht bei. Für einen leichten Indoor-Sicherheitsschuh werden beispielsweise Kunststoffkappen eingesetzt. Für das Obermaterial Mikrofaser oder Textil verwendet. Auch das Profil der Laufsohle ist flacher. All das macht den Schuh leichter. Ob der leichteste Sicherheitsschuh auch immer der beste ist, hängt natürlich auch immer vom Einsatzgebiet ab. Ob ich einen S3-Schuh brauche aus Vollleder oder einen S1-Textilschuh im Logistikbereich, es kommt immer darauf an, wo will ich den Schuh einsetzen. Deshalb kann man nicht pauschal sagen, der leichteste ist immer der beste Schuh. Für den Tragekomfort ist nicht das Gewicht entscheidend, sondern die richtige Größe und Passform. Und da bietet Elton eine große Auswahl. Passt der Schuh, werden die Füße nicht müde. Der beste und sicherste Schuh ist deshalb nicht der leichteste, sondern der Schuh, der passt und seine Funktion erfüllt. Ganz gleich, welche Herausforderungen der Arbeitstag bereithält, ein Elton-Sicherheitsschuh bietet den maximalen Schutz.